Hallo zusammen, hier ist wieder Let's Go und es geht weiter mit Dungeon Keeper, eines der geilsten Spiele überhaupt. Es gibt Feldzug Nummer 11, das haben wir uns schon angehört. Großfürstentum Goldbucht. Ein mächtiger Rivale, Keeper Malachai, hat dem frömmelnden Großfürsten Brabelsen die Herrschaft über dieses Land entrissen. Doch obwohl ihr rätselhafter Führer nun tot ist, versuchen irgendwelche Hilfshelden immer noch, sein Reich trotzdem zusammenzuhalten. Na dann, gucken wir mal. Boah, leggy, leggy. Kein Wesen auf dieser Ebene gehorcht euch und niemand denkt daran, Helden zu erschlagen. Das ist aber doof. Ihr müsst bescheiden sein und nehmen, was ihr kriegen könnt, wo immer es auch sein mag, in den umliegenden Höhlen. Der Geruch von Tod könnte die Untoten anlocken. Na dann. Ist ja schon so ein indirekter Tipp. Friedhof. So, gleich mal ein bisschen rauszoomen. Holen wir uns gleich das Gold hier mal. Gleich mal speichern. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Also ich empfehle euch auch, das Spiel mit Hardwarebeschleunigung zu spielen. Ein paar Skelette sind ganz praktisch, um den Gegner Angst zu machen. Aber ihr werdet auch noch ein paar stärkere Geschöpfe brauchen, bevor ihr euren Hauptangriff startet. Weil ohne Hardwarebeschleunigung sieht das richtig kacke aus. Das könnt ihr in Option unter Grafik einstellen. So, ich denke, wir müssen uns halt irgendwie wohin graben, weil ich sehe jetzt gerade nichts, was ich in irgendeiner Form machen kann. Hoppala. So, so, so. Immer schön graben. Oh. Zwei, oder? Nee, drei. Das ist klar. Oh, da kommen wir viele. So, alles klar. Schon wieder. Da ist auch noch einer. Stirb! Ach, hier kommen wir schon rein hier. Ah, oh, 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 das ist ganz wichtig. Kann ich gleich die Leichen dahin bringen? Hör auf mit dem Scheiß. So. Wo sind die Imps? Imps, Imps, Imps. Oh, oh, oh. Das wird knapp. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Mach. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu schlagen. So, jetzt wird's eingenommen. Sollen wir zu zweit einnehmen? Kann man nicht, nein. Ihr erbeutet einen Friedhof. Der Friedhof. Hier werden die Leichen der Toten hingebracht, um zu verrotten. In ihren unmarkierten Gräbern sind sie ein Festschmaus für die örtlichen Vampire. So, das ist der Unterschied im Endeffekt. Da muss man die Leichen sterben lassen. Also wirklich, also nicht Leichen sterben lassen, sondern die leben ja im Endeffekt noch. Und das heißt, da kann man die in den Kerker tun. Und wenn die dann sterben, dann werden die auf den Friedhof gebracht, wie man sieht. Und da kommen dann Skelette raus. Skelette, Vampire raus. Schauen wir mal, wie viel wir da kriegen von. Das können wir eigentlich nochmal looten. So. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab geschnitten. Nice. Wo ist er?
Ein Vampir erhebt sich aus den Gräbern. Ein Monster, das selbst den Tod überlistet hat. Ich hab kein Mana, scheiße. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Jo, das möchte ich. Ihr habt nicht genug Mana, um euren Symbiosezauber aufrechtzuerhalten. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber wo soll ich denn hier einen Schlafsaal hinbauen? Hier so mal. So, hau mal kaputt hier, du auch. So geil. Machen wir hier komplett Schlafsaal einfach hin und fertig. Okay, das war... viele. Boah, wie will ich den geben, Alter? Kann er nicht ins Wasser, oder was? Ne, kann er nicht. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu laden. Schön fest. Zack. Ihr habt nicht genug Mana, um euren Symbiosezauber aufrechtzuerhalten. Okay. Ja. Da sind meine ganzen Teile hier. Achso, ich muss die erstmal sterben lassen. Boah. Oh, wieso brauche ich jetzt eine Bibliothek, Alter? Bin ich blöd? Mein Gott. So. Weißt du was, dann bauen wir daneben gleich die Hühnerfarm. Okay, gut. Das könnte eigentlich alles einsammeln, das hier. Ja, tu was! Was ist los? Da einer liegt da noch. Sehr schön. Da kriegen wir jetzt ordentlich Vampire. Sich mal heilen, ey. Mal schauen, ob ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe für einen Symbiosezauber oder mehr Mana besser. Aber eigentlich muss ich mal heilen. Zack. Hit and run. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Er macht schon gut Schaden auf jeden Fall. Abonnent hat mir gesagt, dass die Vampire nicht gerne leveln. Ihr habt nicht genug Mana, um euren Symbiosezauber aufrechtzuerhalten. Hat der das? Ich weiß es nicht. Ein Hutter. Aus. Oh. So, Hause weg, sehr schön. Das ist echt doof gerade. Zack. Easy. Soll das eigentlich verkaufen? Das hat leider sein Bett weg. Aber noch einer oder was? Sind ja noch zwei. Ja, die leveln halt nicht, wenn man selber drin ist, das ist das Problem. Aber so ist halt sicherer. Und irgendwie macht man noch mehr Schaden, habe ich so einen Eindruck.
dass die Leiche da aufnehmen. So. Happa Happa. Wo ist Happa Happa? So. Das sollte passen. Ein bisschen Kohle braucht man wieder. Alter, wie sie nerven. Aufstehen, 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 aufstehen. Was? Der hat einen 5-4 von mir gekillt. Verarschen. Ja, weil der auf dem Boden lag. So. Na gut, da kommt ihr gleich wieder neuer. So schlimm ist das nicht. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Ja, mal ordentlich einnehmen hier. Ah, wir haben Skelette bekommen. So. Müssen wir mal ein bisschen schlachten. Es ist Zahltag. Mein Gott, wie viel die Falle aushält. So. Ganz schön lang zum Zuhören, der Kerl. Yeah. Autsch. Er hat mir gar kein Damage gemacht. Da kriegt er dann noch so eine Fähigkeit, wo er so Fledermäuse wegschießt ab Level 4, 5, 4, 3, 4, irgendwas, keine Ahnung. Ja, gar nichts. Das Gute ist, ein Vampir ist natürlich viel schneller. Der krass. Was bist du denn hier? Tatsache, wo sind meine anderen Einheiten? Ihr habt nicht genug Mana, um euren Symbiose-Zauber aufrechtzuerhalten. Okay, dann müssen wir kurz Friedhof bauen. Ich habe keine Mana. Wie wär's mal, wenn das mal einer von euch aufnimmt oder so? Kein Bock, huh? Okay, jetzt mal wieder ein bisschen Mana, jetzt kommen wir wieder... Wie kommen denn da bitte, ey? Alter Schwede. Kleinen Scheißzwerge. Oh, hast du Angst in der Hand? Okay. Ich hör doch noch einen. So. So, haben wir es jetzt?
Ja, da sie unten sieht man auch die Fähigkeiten. Da unten links. Ja, ich wollte es mit der Hand drauf zeigen. Seht ihr natürlich nicht. Ihr habt nicht genug Mana, um euren Symbiose-Zauber aufrechtzuerhalten. Wieso bin ich Gold, ey? Mann. Eine andere Räume brauche ich jetzt eh nicht wirklich bauen, weil ich hier kein Portal habe. Der einsammeln, ja Leute, was ist los? So, da kann man mal so ein Ding machen. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Ja, vergrößert ihn. Nö, das reicht. Hab ich wieder was gefunden, oder was? Tatsache. Nice. Ja, den können wir ruhig da lassen. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. So. Haut man die Türen kaputt. Wenn man liegt, da kriegt man ein bisschen Damage. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Nice. Scheiße ist hier. Okay. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Lauf noch schneller weg. Ich brauche auch mehr Imps, hilft nichts. Nimm halt hier ein, meine Güte. Was mache ich denn die Türen kaputt? So. Da haben wir auch ein Geheimnis. Mal schauen, was wir da haben. Vielleicht Level Up oder so. Mal gucken. Okay. So. Können wir hier eigentlich gleich mal einen Trainingsraum hinmachen? Boah, ist wie nervig, dich kleinen Wichser. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Zack. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Nice. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Ja, gut, das begeistert mich jetzt bedingt. Ah, okay. Training, Training. So, ist mir alles sehr kurz und klein worden. Haut halt nur so ewig langsam zu, ey. So, es ist längst bereit und ich kann es immer noch nicht drücken. Oh,
ist auch wieder ein magischer Gegenstand. In your face. So, was haben wir hier? Ein Wachraum. Die ganzen Gebäude quasi. So. Ah, das Wasser kann ich nicht. Das Blut. Ach so, das ist der andere schon. So, hier war auch noch eine Kanone. Genau. So. Das könnt ihr hier schön übernehmen. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Gut, Gold brauche ich trotzdem. Ach, nee, Mann. Alle. So. Money, money, money. Wo ist money, money, money? Da ist money, money, money. Bisschen zu groß. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eure Wände sind verstärkt worden. Alter Schwede. Und das mal weg, vielleicht kriegen wir es dann hin zu übernehmen. Es ist Zahltag. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. So, und den soll ich jetzt killen hier, den Keeper, oder was? So, da kommen schon wieder welche. Haben wir irgendwie schon, die trainieren echt nicht gerne, die Vampire. Eure Brücke wird angegriffen. Nicht. Der Gegner erobert eure Brücke. Ne, trainieren wir irgendwie nicht. Was war da, ich glaube, zwei Vampire. So. Die haben hier einen Stress. Pissig. Hab ich genau davor, ey. Auch noch eine Kanone. Oder so eine Steinfalle. Alter, was ist los hier? Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Wow. Eure Brücke wird angegriffen. Was ich jetzt hier mit den paar Vampiren und so einnehmen muss. Okay, den muss ich mal ganz kurz heilen.
Boah. Tut mir nix, die scheiß Angstfalle. Boah. Der tut mir aber was. Ja. Ihr habt nicht genug Mana, um euren symbiotischen Zauber aufrechtzuerhalten. Oh, fuck. Na, das war's mit dem Vampir. Da müssen wir mal versuchen, da irgendwie seitlich wieder reinzukommen. Aber ich kann auch keine Pfeilen bauen, weil ich kein scheiß Portal habe. Das ist das Problem. Eure Geschöpfe beglückwünschen euch zu eurem Dungeon. Echt? Ich finde den ja nicht so toll. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Sehr schön. Oh, da liegt einer. Da liegt einer. Boah, Brücke. So, da weg. Was soll ich denn nochmal machen? Ich weiß gar nicht mehr. Ziel. Okay, kann ich die nochmal rufen? Oh nee, nee, kann ich nicht. Okay. Eure Brücke wird angegriffen. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Ist mal ohne Scheiß. Wie soll ich das machen? Der Gegner erobert eure Brücke. Ja, ist mir Latte. Soll er sie da oben sein? Neben, daneben. Ich will nur mal wissen, diese scheiß Angst verlieren. Ihr habt eine gegnerische Brücke erhoben. Die Falle. Die Falle. Die Maus. Ein Vampir ist auf euren Friedhof aus dem Grab gestiegen. Level mal. Eure Brücke wird angegriffen. Das ist ja lustig, ey. Der Gegner erobert eure Brücke. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Der Gegner erobert eure Brücke. Schießt du auf mich?
Ihr habt eine gegnerische Brücke. Eure Brücke wird angegriffen. Oh, oh, oh. Der Gegner erobert eure Brücke. Oh. Boah, ist kaputt, ey. Okay. Der Gegner erobert eure Brücke. Der Gegner erobert eure Brücke. Was? Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. So, dann nehme ich das hier mal ein, alles. Erobert eure Brücke. Wenn ich sie kriege. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Jetzt kommen ja alle angelaufen, oder was? Der Gegner erobert eure Brücke. Der ist im Arsch. Wir haben eine gegnerische Brücke erobert. Sehr schön. Wie sie mir wegzieht. Brücke wird angegriffen. Stirb! Der Gegner erobert eure Brücke. Ey, jetzt steckt er da eine Angstfalle hin. Ich verarsche was. Es ist Zahltag. Wieder so ein Hampelfillet. Ah, der trifft mich. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Boah, ey. Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Die bauen das immer wieder nach, Dreck. Eure Brücke wird angegriffen. Ah, was tue ich denn? Was mache ich? Wo ist denn das Scheißherz? Das ist genau in der Mitte. Der Gegner erobert eure Brücke. So, mal ran, kann ich mich da eigentlich auch ihr nicht so nicht genug Gold, um eure Geschöpfe zu entlohnen. Oh, das ist schlecht. Wenn ich jetzt alle da reinschicke. Hey, der hat so eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Wir haben sich in den Töten. Ich speichere jetzt mal. Spiel gespeichert. So, und dann laufen jetzt einfach alle mal dahin. Das ist jetzt die Brücke von denen, was? Der Gegner erobert eure Brücke. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. So, drauf da. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Okay. Go, go, go. Der Gegner erobert eure Brücke.
gegnerische Brücke erobert. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Der Gegner erobert eure Brücke. Da geht's hin, Baby. Der Gegner erobert eure Brücke. Der Gegner erobert eure Brücke. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ganz Vampire im Arsch oder was? Die denn hin? So. Dass er so durchkommt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Habt eine gegnerische Bibliothek erobert. Optimal, das sieht doch super gut aus. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. So, ja. So, immer schon aufs Herz kloppen. Bibliothek wird angegriffen. Da ist nämlich voll Latte. Der Gegner erobert eure Brücke. Oh Mann, das sieht noch gut aus. Ihr habt eine gegnerische Brücke. Yes! Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Alter Schwede, schwere Geburt, ohne Witz. Sorry, dass ich da nicht so viel rede, aber ich muss mich da so dermaßen konzentrieren. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Fällt mir ein bisschen schwer, das alles gleichzeitig zu machen. Flop-ti. So, schauen wir mal, ob wir was Neues kriegen. Ein ja. Eisgefängnis schließt die Opfer der Bremsfalle ein. Das war's schon. Alles klar. Ja, die Videos schon sind sehr geil. Des Bildkeeper, wie der Vampir allen den Lebenssaft abzapft, die dumm genug sind, sich gegen euch zu stellen. Ihr habt den bedauernswerten Untertanen dieses Reiches das barmherzige Vergessen des Todes gebracht. Ja, Logo. Hat ja nur 36 Minuten gedauert. So, dann greifen wir entweder hier oder... Da kann man noch gar nicht angreifen. Hier als nächstes an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Momentan schauen die Videos ja nicht so viele, dass ihr das, ja, Nether, was richtig, richtig gut ankommt. Würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen mehr Interesse besteht, weil das wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel ist und würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Und ja, soll ich weitermachen oder soll ich damit aufhören? Wobei, jetzt kann ich es auch eigentlich gleich durchspielen.
Ja, von daher eigentlich relativ. Ja, wieder vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann.